So, da sind wir schon mit der ersten Aufgabe, nämlich verdiene die goldene Überlebenskampf- oder Plündermedaille. Heißt, entweder so lange wie möglich überleben, so viele Kills wie möglich machen oder so viele Kisten wie möglich aufmachen. Ich sage ganz ehrlich, die einfachste Variante ist in meinen Augen die Plündermedaille. Wo ich das Ganze machen werde, werde ich euch natürlich gleich direkt verraten, aber vorneweg gibt es noch eine Bitte. Nämlich, ihr seht unten Creator Code, wer irgendwie ein bisschen was an Unterstützung da lassen will, gern Creator Code eintragen auf Ehrenbruderbasis. So, dann wundert euch nicht, warum da Skin-Verlosung steht, ist kein Clickbait, sondern die gibt es wirklich. Nämlich jedes Mal, wenn ich ein Solo einen Sieg hole im Livestream, bekommt halt einer meiner Mitglieder einen Skin geschenkt. Das Ganze lose ich natürlich dann durch den Chat aus. So, dann würde ich sagen, machen wir direkt mal den Anfang. In welchem Modus nehme ich? Richtig, Gruppenkeile. Warum Gruppenkeile? Ganz einfach, die halbe Map gehört quasi dir. Aus dem Grund eigentlich selbsterklärend. So, ich würde sagen, wir gehen auch direkt mal rein. Erstmal den Ton wieder ausschalten, damit die anderen mich hören, aber ich sie nicht. So, na komm, Abfahrt. Und wenn ihr euch fragt, wie ihr den Skin bekommen könnt, ganz einfach ist der PSN-Skin. Dazu habe ich aber auch schon ein Video hochgeladen. Also, selbst wenn ihr die Fehlermeldung bekommen habt, ihr bekommt den Skin dann trotzdem. Ihr müsst euch nur einmal komplett aus dem Spiel raus und wieder rein. So, und denkt dran, ihr müsst diese Medaille dreimal sammeln. Was bedeutet das? Ihr müsst drei verschiedene Runden spielen. Also in einer Runde werdet ihr nicht alle drei kriegen, sondern ich bin mir da jetzt nicht sicher. Es kann natürlich auch sein, dass man die Kampfmedaille auf Gold kriegt, einmal, dann die Plündermedaille und die Überlebensmedaille. Aber ich denke eher weniger. Ich denke mal entweder oder so nach dem Prinzip. Aber vielleicht kriege ich es auch hier im Video schon hin, wenn wir die genug Kisten aufgemacht haben, dass ich dann eventuell auch die Kampfmedaille schon hinkriege. Oh, die Route ist perfekt. Jeder kennt meine Route, genau, dahin, weil da sind halt direkt safe 10 Kisten. Und wie ihr seht, kein Mensch fliegt dahin, ist auch gut so. So, ja, ich weiß nicht, in Gruppenkeile markieren, aber ich habe ja selber markiert, aber die Markierung war für euch da. Und ich glaube, man muss für die goldene, lass mich lügen, 3, 7, ich glaube 10 Kisten öffnen. Ich glaube, bei 3 gibt es die bronzene, bei 7... die silberne und dann müsste bei 13, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir werden es ja gleich sehen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass hier oben allein schon 7 Kisten sind. Da haben wir nämlich schon die erste, ganz entspannt. Da ist Kiste Nummer 2. So, wir gehen aber auch nur auf Kisten erstmal. Also die EP muss man sich natürlich mitholen. So, jetzt sind wir bei 2 Kisten. Zack, Kiste Nummer 3. Dann ist hier nämlich Kiste Nummer 4. Und zack, Kiste Nummer 4. Ja, bei 4 Truppen kriegen wir die Bronzene. Dann haben wir hier Kiste Nummer 5. Geht noch schnell die Kiste mitnehmen. Die ist in EP. Wir wissen ja, Season Pass wurde verlängert, heißt, wir müssen mehr Dings aufmachen. So, das ist jetzt Kiste Nummer 6. Dann müssen wir hoch. Zap, 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 zap. So, jetzt müssen wir eigentlich schon die nächste Medaille kriegen. Das war nämlich Kiste Nummer 7, meine ich. Da war 6. Schon 7 aufgemacht, oder bin ich jetzt wieder verwirrt. Aber die noch. Das ist die silberne. Aber 8. Ach, das haben sie aber geändert. Früher waren nämlich 7. So. Helis haben wir natürlich keine, aber dafür haben wir ja den Kleider. So, dann haben wir hier Kiste Nummer 9. Dann geht es hier ganz entspannt runter. Also 9 Kisten haben wir jetzt in 2 Minuten. Ich sage ja, ich finde halt hier die Route ist eigentlich die schnellste, was Kisten betrifft. Also jeder, der XP gefarmt hat oder Farmvideos darüber gesehen hat, kennt die Route eigentlich schon, weil es ist einfach die schnellste Variante. So, jetzt kann man natürlich aussuchen, ob man hier nach links geht oder nach rechts. Ich gehe aber nach links. Wie viel haben wir jetzt? 9. Also 9 Kisten findet ihr allein da oben. Haben wir hier schon mal Kiste Nummer 10. Ja. 10. Dann haben wir hier noch eine. Sind wir bei Nummer 11.
Dann haben wir hier noch eine. Kiste Nummer 12 und zack. Also bei 12 Kisten kriegen wir die goldene. Und im Prinzip, das war's schon. Das Ganze müsst ihr halt, wie gesagt, dreimal machen. Jetzt gucken wir natürlich nochmal. Also, wie gesagt, ihr könnt es halt dreimal machen, mit dem, ob man die goldene Kampfmedaille kriegt. Und dadurch verlängert sich das Ganze und dadurch habt ihr zwei gemacht. Dafür müsst ihr natürlich gerade noch das Video Sprachfehler. Weiter gucken, weil das kann ich euch halt jetzt nicht genau sagen. Weil ich es einfach noch nicht weiß. Aber für alle die, die jetzt schon wissen, wie es funktioniert. Ich würde mich natürlich freuen über ein Like. Ihr kennt das Spiel doch. So, und machen wir direkt weiter hier. So, Überlebensmedaille können wir hier eigentlich, glaube ich, gar nicht kriegen. Weil hier haben wir ja nicht, wir überleben ja sowieso. So, haben wir uns hier die eine Kiste noch. Die. Ich sage, hier auf der Route sind so viele Kisten. Oh, schmeckt. Weniger. Haben wir uns wieder ganz viele Freunde. Ich glaube, hier war die Kiste. Zap, einmal hier durchkloppen. Wir müssen nämlich gleich auch schon die ersten Gegner kommen, weil in 2 Minuten ist die Zone nämlich zu. Dann werden wir einfach mal gucken, ob wir die goldene Kampfmedaille, ob die zählt oder eben nicht. So, dann ist hier die nächste. Ich glaube, wir haben jetzt schon 15 Kisten aufgemacht. Also wenn ihr XP farmt, definitiv hier die Route. Da, babam, babam. Die Frage ist natürlich, wo kommen wir? Ich schätze mal. Bei Mist, die werden alle sein. Was ist die Kiste noch mit? Ich sage, hier sind immer mindestens 3, wenn nicht sogar 4. Dann ist hier noch eine. Also Kisten habt ihr deutlich genug, deutlich. Dann ist da oben im Haus sind noch 3. Hier drin ist noch eine. Eine ist halt wie gesagt noch hier oben. Falls ihr nämlich das Problem habt, dass irgendeiner mit euch kommt, also da müsst ihr euch eigentlich gar keine Sorgen machen. Ihr werdet es nämlich trotzdem easy schaffen. Und dann ist die Kiste noch. Ich sage, EP kriegt man eigentlich genug. Das Problem ist halt nur, es wird schnell langweilig. Wenn man hier das 5-6 Mal gemacht hat, ruckzuck kommt da lange Weile auf. So, hier haben wir noch eine Munitionskiste. So, dann hoffe ich gleich, dass wir mal die ersten Gegner finden, weil das kann natürlich jetzt ein bisschen dauern. Weil die Zone ist erst in 50 Sekunden zu und immer noch relativ groß dann. Zap, drap, zap, drap. Aber ich denke mal, Misty wird es wahrscheinlich sein, wo sich alles erstmal trifft. So, geht man da nämlich auch als erstes hin. Nein, 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 nein. Und perfekte Landung. Jetzt abrutschen. Lol. Ja, FPS-Drops sind wieder da. Weil ich habe ja keine 5 FPS, ist es ja kein FPS-Drop. So, haben wir hier mal langsam Gegner? Ah, da unten. Aim ist schon mal wieder voll da. Wo sind die denn alle? Ja, dann sind die echt alle Mist, die hier rübergegangen. Aber das könnt ihr natürlich auch im neuen Modus machen. Also die Kampfmedaillen gehen easy im neuen Modus, also Knockout. Aber dafür braucht ihr natürlich auch einen Du-Partner zurzeit. Weil mit Random ist es echt schwierig. Also das würde ich keinem wirklich empfehlen. Weil wenn ihr Pech habt, seid ihr halt einfach alleine. So, wo sind denn hier mal welche? Von die auf Gold zu kriegen. Ich glaube, dafür muss man mindestens 10 Kills haben. Ja, man merkt schon. Oh Gott, ey. Was ist das denn hier? Ist das hier dem sein Ernst oder was? Ja, 2 Headshots, dann war Feierabend. Oh, versteckt er sich jetzt ernsthaft da unten? Oh, was ist das denn hier wieder für eine Runde? Da wird mir ja wieder aggressiv. Er klaut mir quasi den Kill. Wir haben jetzt noch gerade die XP-Münze da hinten.
wie wir gelernt haben, einfach einbauen. Zack, 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 zack. So ist er immer noch da oben. Einen Kill haben wir jetzt. Wow. Zwei. Also 10 Kills, ich bin mir da nicht mehr sicher. Aber ich will es jetzt wissen, ob wir die Kampfmedaille kriegen oder nicht. Ansonsten muss ich halt gerade 3 Runden schnell so machen. Crazy hin. Aber wo turnen die Gegner denn alle rum, ey? Gruppenkeile ist echt so anstrengend geworden, in Anführungszeichen. Weil die Gegner einfach irgendwo in der Walachei rumturnen. Ja, er klaut mir den Kill. Danke auch an der Stelle. Och komm, Midas. Ernsthaft? Ah, ich würde sagen, ich mache das dann irgendwie ein anderes Mal oder gehe halt wirklich dreimal so die Runde. Dann würde ich erstmal sagen, danke für den ganzen Support, dass ihr so lange durchgehalten habt. Aber ich denke mal, dass man dreimal die Runde machen muss. Aber auch die Kampfmedaille durch die anderen Aufgaben werden ja eigentlich easy geschafft. So, dann erstmal danke fürs Zuschauen und in dem Sinne, haut rein.